Also, fangen wir doch einfach mal an. Tag, ne? Herzlich willkommen hier in Berlin. Es ist mal wieder Zeit für den digitalen Salon. Hier im Umweltinstitut für Internet und Gesellschaft machen wir einmal im Monat hier in Berlin. Ich bin Marlies Schaum und wir spielen heute Computerspiele. Und zwar ist es ja so, dass immerhin die Menschen unter uns, die in diesem Land leben, allein im Jahr 2011 satte 4,6 Milliarden Euro in Computerspiele investiert haben. Das ist viel. Ein knappes Drittel spielt angeblich in Deutschland aktiv regelmäßig Computerspiele. Egal ob an der Konsole oder im Netz oder bei sozialen Netzwerken oder vielleicht auf mobilen Endgeräten. Das sind viele Deutsche, ein ganzes Drittel. Kulturgut ist es auch, das Computerspiel inzwischen, ganz offiziell erklärt zum Kulturgut im Jahr 2008. Und trotzdem lehne ich mich wahrscheinlich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Mehrheit der Deutschen immer noch sagen würde, naja, Kulturgut, ja, schön und gut, aber würde ich jetzt nicht vergleichen mit einem guten Film oder mit einem guten Buch, würde ich vielleicht eher so der Populärkultur zuordnen. Diese Diskussion ist nicht neu, die Unterscheidung auch nicht, aber sie fasziniert uns immer noch, vor allem, weil es ja heute Computerspiele gibt, die so ausgefeilt sind und so anspruchsvoll, auch fürs Hirn und für die strategischen Fähigkeiten, dass es einen verwundert, dass sowas anscheinend für viele nicht als Kulturgut gilt. Deswegen wollen wir heute hier im digitalen Salon uns die Frage stellen, ob es den armen Computerspielen vielleicht so geht wie den Romanen im 19. Jahrhundert. Dass das quasi ein neues Produkt ist, ein Kulturgut, das lange verteufelt und verkannt wird, sich dann aber trotzdem durchsetzt und dann irgendwann tatsächlich zur Hochkultur zählt. Also sind quasi die Computerspiele, die wir jetzt haben, sowas wie die Romane des 21. Jahrhunderts. Das ist so die große Leitfrage hier in unserer Runde. Ich würde gerne heute darüber diskutieren, was Computerspiele tatsächlich in der Gesellschaft gerade bewirken oder was eben auch nicht. Ob sie die Kultur beeinflussen, wie die Macher dieser Spiele, die Programmierer und Designer und Entwickler was beeinflussen, vielleicht auch in der Popkultur oder ob da überhaupt nichts passiert. Und was da vielleicht noch so alles kommt. Ich sollte nicht so viel schnauben, merke ich, ne? Mach's immer so. Da halte ich mich zurück. Also, so viele Fragen kann man nicht alleine beantworten, ich schon mal gar nicht. Deswegen machen wir es im digitalen Salon und mit vier Jungs, die ziemlich tief in der Computerspielwelt drinstecken, aber trotzdem immer noch von außen drauf gucken können und ein bisschen kritisch sind. Und ich würde mal anfangen. Wir haben zwei Christians heute, das ist ein bisschen verwirrend. Christian, Michael und Jörg haben wir heute. Ein Christian sitzt hier, Christian Schiffer. Christian ist auch Journalist, so wie ich, arbeitet auch manchmal für uns, für D-Radio Wissen. Und Christian ist aber heute nicht hier, weil er Journalist ist, sondern weil er ja, das dritte Magazin einer besonderen Art herausgegeben hat. Dieses Magazin nennt sich WASD. Ich musste mich informieren. WASD steht für eine bestimmte Tastenkombination auf der Computertastatur. Das wissen nicht Gamer wie ich nicht. Ne? Also W für nach vorne, A für links, S für rechts und D S für zurück und D für rechts. So rum, genau. Und dieses, ja, ich schnaube zu viel. Okay. Also, und dieses Magazin, das ist nicht so ein normales Computerspielmagazin, wo irgendwelche Computerspiele bewertet werden und danach hat man eine Kaufempfehlung, sondern das ist ein Magazin mit einem wunderschönen kulturellen Anspruch. Es will zumindest einen haben. Christian, den hast du, oder? Ja, klar. Ja, gut. Wenn du dich mal kurz so einordnen würdest, welchen Charakter würdest du dir selber geben aus irgendeinem bekannten Computerspiel? Welche Figur wärst du da? Wahrscheinlich Guybrush Threepwood aus den Monkey Island. Den beschreiben. Was ist das für einer? Guybrush Threepwood ist ein junger, aufstrebender Pirat. Klar. Aus einem Adventure-Spiel, das sehr populär war aus den 90er Jahren. Er scheitert, aber irgendwie gelingen ihm die Sachen dann doch. Es ist so ein bisschen so ein Anti-Charakter. Und er unterscheidet sich vor allem auch sehr stark von vielen anderen Charakteren, die man aus Computerspielen kennt. Also es ist kein Marine irgendwie mit so ausrasiertem Nacken oder sowas, ja, sondern es ist halt eine andere Figur und das hat mir an dieser Figur eigentlich immer gut gefallen und deswegen würde ich mich eher so sehen wie Guybrush Threepwood, allerdings nicht in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Wenn du möchtest, nenne ich dich heute Abend Guyper, weil wir haben ja noch einen anderen Christian. Guybrush. Genau. Gut, also ich könnte dich, wenn du möchtest, Guybrush nennen, weil wir haben noch einen Christian in der Runde. Ich wäre auch gern Guybrush. Du wirst auch noch einen. Tja. Es muss am Namen liegen. Dieser andere Christian heißt Christian Huberts mit Nachname, ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Und Christian ist vor allem hier, weil er unter anderem neben seinen vielen anderen Dingen an einem Game Studies Sammelband arbeitet.
Und genau. In denen beschäftigt er sich vor allem mit den Atmosphären von Computerspielen. Was fasziniert dich so an den Atmosphären? Warum möchtest du dich damit beschäftigen? Genau. Also ich arbeite an dem Sammelband zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Starnke und uns interessiert das Problem bei den GameStudies in Deutschland ist ein bisschen so, es beschäftigt sich mehr mit dem Ding Computerspiel, es wird viel systematisch auseinandergenommen und wir interessieren uns mehr für den ganz konkreten Akt des Spielens und genau der lässt sich mit diesem Atmosphärebegriff wunderbar beschreiben. Der ist geprägt von einem deutschen Philosophen Gernot Böhme und der bezeichnet Atmosphäre als die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen und das ist im Prinzip das, was wir so sehen als den Kern des Spiels, wo man halt nicht mehr so getrennt ist von dem, was da passiert, sondern so ein komischer Zwischenzustand entsteht, der sonst immer nur so, da sagt man halt, das ist halt irgendwie interaktiv, man ist da, das ist Immersion, aber dann wird es nicht weiter erklärt und das ist der Kern dann des Sammelbands. Wir haben ganz viele Autoren, die da... Steckt direkt mehr dahinter, als man so vermutet, wenn man nur das Wort Atmosphäre hört. Genau, aber dann ist das Wort halt auch eins, was man irgendwie allgemein kennt. Jeder kann was mit anfangen und das war uns auch wichtig. Also, dass wir dann nicht ein Sammelband haben, der irgendwie rumschwirrt in den akademischen Sphären und niemand versteht, was du wir wollen. Du darfst ihn gerne nachher hier verkaufen. Wenn er, er ist ja noch nicht fertig. Christian und wir haben auch einen Michael, Michael Liebe. Und Michael ist unter anderem hier, weil er in diesem Jahr die Deutschen Games-Tage organisiert hat. Die waren hier in Berlin im April. Michael, gibt es ein Computerspiel, dem du eigentlich das Prädikat verleihen würdest, total hirnrissig, aber trotzdem fantastisch, dass du selber gerne spielst? Total hirnrissige Spiele gibt's viele und eigentlich fantastische auch viele. Und die Kombi, die interessiert mich. Die Kombination, total hirnrissig, wie hieß das nochmal? Da war einfach nur ein weißer Raum, vielleicht kennt das jemand und kann mir helfen. Also man fängt an, es ist einfach nur alles weiß, es gibt eine rote Tür und eine blaue Tür. Und ich entscheide mich halt für eine Tür und gehe vielleicht durch die rote, fall dann irgendwie runter und dann ist dann eine Comiczeichnung, die fordert mich auf, mit ihr zu interagieren. Mach das vielleicht oder nicht, geh weiter. Kennt das irgendjemand? Vielleicht Antichamber? Ja, genau. Mhm. Da ist er, der Akademiker mit der Datenbank im Hirn. Findest du das auch hirnrissig, das Spiel, Christian? Ja, ich habe es auch gespielt und es ist halt... trickst einen immer ziemlich aus. Es spielt mit den Erwartungen. Man denkt, man hat alles schon mal gesehen und dann macht das Spiel halt genau das Gegenteil von dem, was man jetzt erwartet. Zum Beispiel, dass man durch eine Tür geht und plötzlich landet man wieder vor der Tür, obwohl man gerade durchgegangen ist und all so. Aber das ist doch eigentlich spannend. Sachen. Ja, du wolltest ja die Kombination haben. Stimmt. Also ist ja. Gut. Christian, Michael und wir haben noch Jörg. Jörg Friedrich. Jörg von Jäger Games. Genau. Schreibt man mit Y-A-G-E-R, damit es keine Verwirrung gibt. Jörg ist Design Director, also einer der wenigen in dieser Runde, die wirklich aktiv ein Computerspiel gestalten. Jäger Games sitzen hier in Berlin, die haben bis jetzt zwei große Spiele rausgebracht. Eins heißt auch Jäger, 2004 kam das raus, ein Flieger- und Action-Shooter, sagt man das so? Richtig, ja. Gut. Und letztes Jahr ein viel beachtetes, viel ausgezeichnetes, viel bejubeltes und eigentlich in allen Medien besprochenes Spiel, nämlich Spec Ops The Line. Ja. Kommt von Special Operations, für alle, die das auch nachschlagen mussten. Und das ist ein Antikriegs-Kriegsshooter. Und für den habt ihr viel Lob eingeheimst. Interessiert dich eigentlich als Designer von Computerspielen überhaupt noch irgendwas anderes an Computerspielen, außer das Design? Ja, natürlich. Mich interessieren alle Facetten. Mich interessiert die Grafik, mich interessiert die Musik, die Geschichte, die Narration. Mich interessiert aber also ähnlich wie Christian links auch tatsächlich der Akt des Spielens an sich. Also was passiert mit den Leuten, während sie spielen? Also das Spannendste am Entwickeln finde ich immer den Moment, wo man eben zum ersten Mal Spieler da hat, die das Ding noch nie gesehen haben, es in die Hand nehmen und dann zu gucken, was machen die damit, was macht das Spiel mit ihnen, was machen sie mit dem Spiel, was kommt dabei raus, was empfinden sie dabei und das ist so mit das Spannendste. Zugucken können wir jetzt heute Abend leider nicht. Ich möchte allerdings trotzdem nicht über Vorurteile sprechen heute Abend oder über Wirkungen von Spielen, die ja oft durchgehechelt werden. Darauf habe ich heute Abend keine Lust. Also fangt damit erst gar nicht an. Sowas wie Vorurteile, die immer aufkommen, macht total süchtig, lässt die Menschen verdummen, wird nur von sozialen Nerds gespielt, ist nichts dahinter und so, macht aggressiv, gerne auch und gewalttätig. Es gibt ja viele Studien dazu und die eine beweist der anderen das Gegenteil und man weiß, dass alles zutreffen kann, ja, aber es ist nicht der alleinige
Kausalzusammenhang. Also über diese Wirkung von Spielen möchte ich heute besonders wenig reden. Ich würde gerne, wenn es euch recht ist, eigentlich damit anfangen, ob ihr eigentlich alle der Meinung seid, dass Computerspiele heutzutage quasi kulturell total verkannt und unterschätzt werden. Da sagt ihr wahrscheinlich alle ja, oder? Nee. Nö. Schön. Michael, warum sagst du nein? Weil wir viele Kämpfe an verschiedenen Fronten schon bereits geschlagen und schon so Spielewörter. Kämpfe an verschiedenen Fronten, sehr gut. Herausforderungen haben wir auch gemeistert. Und, wie meinst du das, ihr habt Kämpfe an verschiedenen Fronten? Wer jetzt? Die Spiele-Liebhaber oder? Die Spieler, die Entwickler, die Verbände, die Veranstalter, die Wissenschaft. Ich war ja auch mal Game Study ist und bis wir bei der DFG durchgebracht haben, dass wir hier Computerspiele erforschen durften, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Warum ich das sage, warum ich jetzt nicht zustimme, ist, weil ich dieses Jahr bei den Deutschen Games-Tagen kein einziges Mal gefragt wurde von den Journalisten ZDF, ARD, RTL, you name it. Dass die oder die mit der Aussage konfrontiert wurde, dass Computerspiele ja blöd sind oder langweilig sind oder schlecht sind für die Gesellschaft oder schlechten Einfluss haben, sondern dass es immer darum ging, was ist denn jetzt eigentlich der Trend bei euch? Warum ist jetzt das wichtig? Was hat dieses Mobile-Gaming-Phänomen auf sich? Und warum behandelt ihr Mobile? Und geht es vielleicht der Branche doch weniger schlecht, als doch alle behaupten? Also du würdest sagen, es ist akzeptierter ziemlich, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, das Computerspiel. Vor zwei Jahren auf jeden Fall und schon im Vergleich zu 10 Jahren, das ist gar kein Vergleich. Aber es ist vielleicht auch deswegen akzeptierter, nicht weil es als Kulturgut wahrgenommen wird, sondern weil es einfach als signifikanter Wirtschaftsfaktor wahrgenommen wird. Ja, das war jahrelang meine Kritik an der Methode der Lobbyarbeit der Verbände, aber die trägt Wirkung. Also unsere Gesellschaft funktioniert sehr oft über, auch in der Kulturpolitik, über zur Verfügung gestellter Budgets. Und diese Wirkung hat gezeigt, dass Leute sich mit dem Medium beschäftigt haben. Also überhaupt zu sagen, hey, da spielen, was hast du gesagt, 60%? Ein Drittel. Ein Drittel nur, echt? Das glaube ich nicht mehr. Ein Drittel der Leute Computerspiele und die geben x Milliarden Euro aus. Das ist ein Türöffner. Mhm. Und damit konnten wir dann halt auch der Politik und auch anderen Leuten, Lehrern und so zeigen, wenn die Tür erstmal offen ist, kannst du halt auch andere Argumente rausholen. Aber interessieren die sich inzwischen denn für das Computerspiel dann vor allem aus wirtschaftlichen Gründen oder hat es auch kulturell ein bisschen an Bedeutung gewonnen quasi? Die anderen beiden natürlich auch. Christian 2. Ich sehe das ganz klar auch so, dass sich unheimlich viel getan hat und das ist sehr positiv hervorzuheben. Viele kämpfen wirklich, haben in der Vergangenheit gekämpft, kämpfen auch immer noch und haben so einen bestimmten Status quo erreicht. Also irgendwie trifft man jetzt überall auf den Konsens, dass Leute sagen, ja, Computerspiele sind Kultur, es ist auch so irgendwie offiziell vom Deutschen Kulturrat auch noch abgeklärt. Ich finde diesen Status quo ein bisschen gefährlich. Christian hat das ja auch schon angedeutet, dass klar, es reden alle davon, Computerspiele sind jetzt Kultur, aber was das genau bedeutet und was man genau unter Computerspielen versteht, ist eigentlich noch gar nicht so richtig geklärt, ob das jetzt diese Spiele sind, die man verkaufen kann, mit denen man Geld verdient oder so Spiele, mit denen man was lernt und Geschichtsinformationen vermittelt oder so, oder ob das bedeutet, dass Computerspiele Kultur sind, dass man dann beispielsweise auch ein Spiel beim Deutschen Computerspiel auszeichnet, was jetzt sich thematisch in Bereiche bewegt, die man sonst nur anderen Medien zutraut. Aber wenn Gewalt, das meinst du jetzt? Zum Beispiel. Okay. Und wenn das genau dann da nicht passiert, dann ist halt, dann ist dieser ist einfach gefährlich. Also weil man kann so schwer dann noch argumentieren, weil wieso, Computerspiele sind doch Kultur, wir haben jetzt extra einen Preis gemacht und wenn dann aber doch irgendwie also Druck ausgeübt wird. Also anscheinend geht es ja darum, dass vielleicht nicht alle Computerspiele als kulturell wertvoll angesehen werden, sondern nur manche. Nämlich du sprachst gerade diese Serious Games an, die vor allem auch eine Wissensvermittlung halt im Vordergrund haben, neben dem Spielspaß. Wahrscheinlich würde aus der Runde hier niemand sagen, dass ein Ego-Shooter kulturell wertvoll ist, oder doch? Dann mal Hand hoch. Du, ja, Michael, so, hier vorne, 2, 3. Okay, dann gehe ich natürlich mal ganz kurz ins Publikum, weil wenn im Publikum schon einer sagt, dass er findet, dass ein Ego-Shooter kulturell wertvoll ist, dann will ich natürlich auch wissen, warum. Und zwar einmal hier an den Herrn in der hinteren Reihe. Warum ist ein Ego-Shooter kulturell wertvoll? Ja, hallo, Peter Czarne von der Stiftung Digitale Spielekultur. Super, den richtigen gefunden. Hey, okay. Mein Instinkt. Ich meine, da sitzt ein Mitarbeiter von Jäger, die haben Spec Ops The Line entwickelt. Ein Spiel, was inspiriert wurde von
Heart of Darkness von Joseph Conrad. Das vielleicht nicht alle kennen, was passiert da? Es ist die Reise ins Herz der Finsternis, eine Konfrontation auch mit Gewalt in einem selbst, wird in dem Spiel thematisiert. Der Spieler begegnet sich sozusagen selbst und seiner Gewalt, muss sich damit auseinandersetzen, ist ein Kriegsspiel, was aber auch ein Antikriegsspiel ist und ist heiß diskutiert worden und damit hat es eine sehr, sehr hohe kulturelle Bedeutung. Okay. Jörg, wie ist denn das so? Also wenn du auf Stehpartys gehst heute, begegnen die Leute dir da begeisterter als noch vor 10 Jahren, wenn du sagst, du bist Game Designer? Können die damit inzwischen mehr anfangen als vielleicht mal früher? Zeigt das, dass sich da was getan hat? Ja, ich denke schon, dass sich da was getan hat. Also es ist, ich glaube nicht, dass Spiele schon den, also einfach in der Wahrnehmung den gleichen Status haben wie andere Medien. Da sind wir einfach noch nicht. Das Medium ist vielleicht auch einfach zu jung dafür. Deswegen bin ich da gar nicht so beleidigt. Also aber, du teilst nur so eine leichte Begeisterung für den Aufwärtstrend gerade, oder für ja, Akzeptanz? Ich glaube, gerade in Deutschland, da gibt es schon noch zu tun. Das dauert noch eine Weile, aber prinzipiell hat sich viel getan. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja. Aber bleiben wir noch dabei, warum ist denn, also wir haben es ja gerade angesprochen, auch ein Ego-Shooter kann nach deiner Meinung kulturell wertvoll sein. Was muss denn ein Spiel überhaupt leisten, damit was als Kulturgut gilt und kulturell wertvoll? Da wird immer viel drüber geredet, aber was bedeutet das überhaupt? Was für Spiele wollen wir da? Was sollen die machen? Müssen die überhaupt was leisten? Also oder ist das so ein abgelutschtes Prädikat? Also ich würde sagen, ja. Christian. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es um Fragen, also wenn es darum geht, was ist kulturell wertvoll, also formale Kriterien irgendwie einzuführen. Also wenn ich irgendwie die Nibelungensaga lese, da warte ich seitenweise durch Blut. Ja? Aber nur und in deinen Gedanken. Du siehst es nicht vor dir, du hast es in deinen Gedanken, du stellst es dir alles sein. Vor. Du das wird dir nicht auf den Bildschirm gespritzt. Das mag sein, nur dann kann man auch sagen, beim Film sieht man es dann. Ja? Es sind dann noch nicht mal mehr die Gedanken. Also ich finde es etwas schwierig, irgendwie sozusagen Medien da zu unterscheiden, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und dann finde ich es eben noch schwieriger zu sagen, etwas, wo Gewalt vorkommt, eben das Beispiel Nibelungensaga, kann auf gar keinen Fall Kulturgut sein. Mhm. Das heißt natürlich... Das wird bei Computerspielen ja gerne gesagt, das ne? dass genau, bitteschön das nichts ausgezeichnet wird mit dem deutschen Computerspielpreis, was gewalttätig ist. Natürlich. Mhm. Es wird allerdings auch nicht nur bei Computerspielen gesagt. Das muss man auch fairerweise sagen. Bei Filmen haben wir auch sehr lang die Debatte geführt, bei Comics sowieso. Jetzt schaut man sich irgendwie Tarantino an und findet das findet dann irgendwie jeder total geil und sowas. Also wie meinst du, die Debatte trifft das Spiel jetzt einfach nur wieder? Genau, also es gibt halt einfach so bestimmte Wellen, es kommen neue Medien auf, da müssen sich die Leute erstmal dran gewöhnen, dann gibt's große Debatten und dann legt sich das. Also natürlich ist es nicht so, dass jetzt jedes Spiel, in dem irgendwie Gewalt vorkommt, das dann wiederum automatisch kulturell wertvoll ist. So ist es natürlich nicht, nur man muss sich eher so über die Inhalte im Klaren werden, ja? Also genauso wenig, wie ich halt das Spiel vom Jörg, nur weil dort eben auch explizite Gewalt gezeigt wird, nicht einfach sagen kann, das ist jetzt irgendwie gewalttätig. Ich musste mir dann nämlich anschauen, was wird mit dieser Gewalt irgendwie ausgedrückt, was steht sozusagen hinter dem Spiel und könnte das tatsächlich etwas sein, was man so im Allgemeinen als kulturell wertvoll bezeichnen könnte. Also ich sage deswegen könnte, weil die Frage, was kulturell wertvoll ist und was nicht, jenseits jetzt von diesem institutionellen Rahmen, wo man dann einfach den Stempel drauf macht, ja eine Frage ist, die sehr, sehr stark diskutiert wird und eine Frage, wo sich die Gesellschaft immer wieder neu drüber im Klaren sein muss. Ich frage ja gleich, Michael. Ich frage deshalb ja gerade so nach, weil ich ja herausfinden möchte, ob Computerspiele vielleicht irgendwie als Kulturgut verkannt werden oder nicht. Jetzt haben wir gerade einen vorsichtigen Optimismus ausgemacht, dass sich da was ändert. Ich bin übrigens pessimistisch, aber das können wir vielleicht später auch noch. Das später. Ich will jetzt keinen Pessimismus mehr. Christian, du hast meinem Interview gesagt selber, dass man an Computerspielen sehr... Jetzt wird er auch noch angerufen. So. Ja. Das war ein Kritiker am Werk. Hm? So. So, ja. Christian Schiffer hat mal in einem Interview gesagt, dass man an Computerspielen sehr gut die gesellschaftlichen Stimmungen und Trends und relevanten Themen einer Zeit ablesen könne. Macht das ein gutes Spiel aus, wenn es das kann? Ja, also da würde ich sagen, es macht ein gutes Kulturprodukt aus. Also da greife ich gerne auch diesen Vergleich auf, eben mit dem Roman, der ja auch ein bisschen titelgebend ist, oder ein bisschen, es ist der Titel dieser Veranstaltung. Und zwar ist es ja beim Roman auch so, dass einen guten Roman ausmacht, wenn er so eine Art Sittengemälde zeichnet. Also wenn man sich so Upton Sinclair anschaut im, 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall auch,
der eben in die Schlachtereien gegangen ist, sich die Situation der Menschen dort angeschaut hat und das in einen Roman gegossen hat, der natürlich total populär war, ja, aber trotzdem sozialkritisch. Der hat ja auch Millionen von Büchern verkauft, so, aber trotzdem ziemlich sozialkritisch. Oder wenn man sich jetzt diese Serie anschaut, The Wire beispielsweise, also dieses neue amerikanische Fernsehen, was ja auch immer als Roman der Gegenwart so dargestellt wird. Und dann finde ich, sind das halt einfach so Kulturgüter, die tatsächlich das eben schaffen, sozusagen ihre Zeit einzufangen. Mhm. Und das stelle ich mir unter einem sehr guten Kulturprodukt grundsätzlich vor. Auch bei den Computerspielen. Und genau das können Computerspiele durchaus auch. Also sie müssen nicht, es kommt natürlich auch Genre an und gut, aber so ein Spiel eben wie Grand Theft Auto 4, muss kurz, man das erklären? Ja, weiß ganz nicht. Kurz bitte ja. Sagen, worum es geht. Also es ist eigentlich banal gesagt ein Spiel, in dem man durch eine Stadt fährt und verschiedene Aufträge erledigt, aber man kann eben auch ins Theater gehen, man kann Radio hören, man kann den Fernseher anmachen, dort Nachrichten sehen. Und man kann sich per MySpace, das Spiel ist aus dem Jahr 2008, eine Freundin suchen, ja. MySpace, also da sieht man schon, wie gut das irgendwie eingefallen ist, die damalige Zeit, also wie akkurat. Und tatsächlich schafft dieses Spiel tatsächlich so eine Art Sittengemälde, so der ausgehenden Nullerjahre zu zeichnen, nämlich so eine Welt, die sehr gelähmt ist von Terror, Angst, die sehr, ich würde nicht sagen düster, aber wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht, wo niemand genau weiß, wohin. Und dadurch, dass ich mich in dieser Welt wirklich bewegen kann und es eben sehr akkurat gemacht wird, ich kann den Fernseher stundenlang laufen lassen, ohne dass irgendwas passiert, ich kann weggehen, kann hingehen, schafft es eben tatsächlich das, was eben gute Kulturprodukte eben ausmacht, sozusagen wirklich diesen Zeitgeist einzufangen. Kennt ihr anderen drei vielleicht auch irgendwelche Spiele, wo ihr sagen würdet, das sind jetzt rückblickend schon so Klassiker, Computerspiele, die wirklich so einen Zeitgeist mal eingefangen haben, wo ihr sagen würdet, das sind wirklich Kulturgüter, die man vielleicht auch in einen Katalog aufnehmen sollte, wie die Library of Congress das in den USA gemacht hat. Die haben ja gewisse Computerspiele quasi katalogisiert und aufgenommen, die sie als besonders kulturprägend erachten. Fällt euch da auch was ein? Christian II, Jörg, Michael? Ja, ich habe einen persönlichen Favoriten, aber das ist auch eins eher von diesen sehr kuriosen, obskuren Spielen, die gerade deswegen super sind. Und zwar? Es nennt sich Killer 7, ist schon... Killer 7. Killer 7, das ja. Ist möchte auch ich jetzt wissen, wie das ein Sittengemälde einer bestimmten Zeitepoche ist. Na, weniger ein Sittengemälde, aber einfach in der ganzen Ästhetik und in den Themen, die da irgendwie reflektiert werden. Es geht auch ganz viel... Sag kurz, was passiert in Killer 7. Na, der Name sagt es eigentlich schon. Man ist ein Killer und eigentlich 7. Ja. Und es ist, das Spiel ist sozusagen der Killer 7. Killer 7, das ist halt ein Spiel, was eher von dieser Erzählform, von diesem postmodernen Wahnsinn, der da abgefeiert wird, den Zeitgeist trifft. Weil ich bezeichne Killer 7 immer als das Citizen Kane des Computerspiels. Da wird immer nachgesucht. Und wann ist das rausgekommen? Genau das. Ich glaube 2003 für die PlayStation 2 und für den GameCube damals. Mhm. Es ist auch schön in Bezug zu der ganzen Killerspieldebatte, weil es im Prinzip da so richtig reingegrätscht ist mit dieser Prämisse, naja, das ist jetzt wirklich ein Killerspiel. Das hier ist der Killer 7 und es ist so überbordend in der Gewalt, ist aber trotzdem nicht auf den Index gelandet, wird auch nie für kritisiert, einfach weil es das so überzogen gemacht hat und dann in sich selbst so clever immer wieder konterkariert hat. Das würdest du in den Kanon grandioser Computerspiele aufnehmen? Auf jeden Fall. Jörg, neben den eigenen Spielen, die du mitdesignt hast, gibt es vielleicht ein anderes neben Spec Ops The Line, das du besonders beeindruckend findest oder wo du sagst, das ist wirklich ein Kulturgut für dich, dieses Spiel? Ich würde Minecraft nennen. In Minecraft läuft der Spieler durch eine prozedural, also vom Computer erstellte Welt, die sozusagen einzigartig ist und er kann die Welt verändern, ganz simpel. Die Welt besteht aus Blöcken und diese Blöcke kann er nehmen, abbauen und neu anordnen und kann damit seine eigene Welt bauen. Und das gab es zwar vorher schon in verschiedenen Formen, aber noch nie so gut gemacht. Das funktioniert auch mit mehreren Spielern. Also ich kann mit irgendwie bis zu 60 Leuten zusammen in der gleichen Welt rumlaufen. Wir können zusammen eine Enterprise bauen, wenn wir das wollen. Ich kann aber auch ganz alleine in meiner einzigartigen Welt, das finde ich übrigens einer der faszinierendsten Aspekte davon, dass es eine einzigartige Welt ist, die sozusagen nur, die es nur einmal gibt, weil die eben vom Computer zufällig erstellt wurde. Und
kann aber auch da alleine rumlaufen und die erkunden. Und aber warum ist das ein, ist das jetzt einfach für dich ein Spiel, das irgendwie stilprägend war oder mal was ganz Neues? Oder das spiegelt irgendwas wider, so wie Christian Schiffer das eben erklärt hat, dass es für ihn eine bestimmte Zeit und ein Gefühl aus einer Zeit widerspiegelt? Oder ja, politische Einstellungen, sowas in der Richtung? Nee, das zeigt sicherlich alles nicht. Okay. Was es zeigt, ist eher, was Spiele können. Mhm. Nämlich. Es war ein großer Erfolg. Also, es ist ja immer noch. Ein großer Erfolg, ja. Und es ist die Möglichkeiten, die es dem Spieler gibt. Das finde ich das eigentlich das Interessante. Also das der große Unterschied zu den anderen Medien ist ja einfach, dass ich Entscheidungsfreiheit habe in dem Spiel. Und der faszinierende Faktor von Minecraft ist eben, dass jemand ein Spiel gemacht hat, das eigentlich nur ein Baukasten ist, das eigentlich nur ein Grundgerüst ist und den Rest machen die Spieler. Und das ist für mich Inbegriff von Spiel irgendwo. Das ist Sandkasten. Das ist wirklich so, hier, geh hin, da hast du ein Schäufelchen, viel Spaß. Das ist großartig. Michael, auch sowas? Ja, Minecraft. Natürlich. Ich habe zwar zwei andere Spiele, aber Minecraft ist durchaus ein zeitgeistreflektierendes Spiel, weil das für mich sehr deutlich zeigt, wie weit wir eigentlich schon sind mit der ganzen Digitalisierung der Gesellschaft. Wenn du dir das anguckst, es ist halt voll die Pixelgrafik. Das ist ein ästhetisches Retro-Spiel. Ist aber vor 3-4 Jahren rausgekommen. Also hätte es gar nicht nötig, so zu sein, wie es ist technisch. Benutzt aber ganz bewusst diese Retro-Grafik, was wiederum zeigt, dass wir halt schon so weit sind, schon die dritte Generation oder vierte Generation von Spielern da draußen sind, die sich wieder mit sowas beschäftigen können und das überbauen. Was zeigt eben auch, ja, auch den allgemeinen Retro-Trend in bestimmten Gesellschaftsschichten. Genau, Hornbrille und so. Aber das, um die Frage aber zu beantworten, Civilization ist für dich ein Spiel, das in den Kanon aufgenommen. Das ist auch in diesem Kanon schon drin. Von der Library of Congress. Genau. Weil das ist jetzt im fünften Teil, Civilization ist ein Spiel, da fange ich als Siedler an, baue mir einen Ritter oder was auch immer oder einen neuen Siedler, baue eine neue Stadt und das erste Spiel hat darauf beruht, dass ich die Welt erobern muss. Expansionistisches Szenario, in den 92 rausgekommen. Man konnte aber auch ein Raumschiff bauen, schon und in man, Civilization 1. Man konnte in Civilization 1 auch genau den Science League machen. Es gab mehrere Gewinnmöglichkeiten. Das waren nur aber diese um zwei. Das Raumschiff zu bauen, musstest du eigentlich direkt. Weil sonst haben die Michael anderen... Ich hoffe, du hast heute noch lange Zeit. Ja. ging halt immer weiter und heute ist halt Religion mit drin, Kunst und Kultur, und die haben halt verschiedene Kritiken aus der Gesellschaft aufgenommen. Aber ich finde eigentlich die Frage zwar gut, aber die Antworten sehr spannend, weil es sind alles internationale Titel. Mhm. Kein einziger hat ein deutsches Spiel genannt. Und wenn wir über Kultur gut, weil das ist auch so ein deutsches Ding eigentlich, würde ich eigentlich Siedler nennen wollen, was sehr gut die deutsche Kultur reflektiert. Gibt es ja auch als Brettspiel Siedler? Nee, ist es komplett anders. Die Siedler heißt nur die Siedler von Blue Byte. Aus Düsseldorf früher. Nee, war Quatsch, die waren im Ruhrgebiet, richtig im Ruhrgebiet. Und das ist sehr schön, dafür werden auch die Deutschen international ausgelacht sozusagen. Es ist ein typisches deutsches Spiel, man muss sehr detailverliebt organisieren und ein Dorf aufbauen. Fachwerkhäuser bauen, Brot backen. Bierbrauen, der kleine Siedler, die Ledergerben auch gerne. Die Ritter glücklich, hervorragendes Spiel, was sehr gut. Aber trotzdem erfolgreich? Oder? In Deutschland sehr. Nur in Deutschland. International schleppend, aber nicht so zu vernachlässigen. Darf ich noch was sagen? Nee, Moment nicht. Generell sind das ja jetzt alles Spiele gewesen, die sich auch vor allem gut verkauft haben oder erfolgreich sind oder immer noch erfolgreich sind. Deins vielleicht nicht mit den Killern so, aber... So. Hätte annehmen müssen. Trotzdem, du hast jetzt eben, Christian hat einmal hier Grand Theft Auto 4 zum Beispiel erwähnt oder Civilization. Das sind Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Aber wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde auf der Straße und fragen würde, na, was halten Sie denn von Grand Theft Auto oder Civilization? Dann würden die Leute, glaube ich, eher sagen, König, nö, ist mir auch egal, als dass sie zugeben würden, dass sie noch nie von die Buddenbrooks gehört oder gelesen haben. Ja? Warum ist das so? Also warum ist uns das nicht so unangenehm? Warum... Ja, ist halt ein Computerspiel. Also ihr sagtet zwar eben, ist irgendwie wichtiger geworden, wird anerkannt ein bisschen mehr, wird wahrgenommen, aber so wirklich nicht, oder? Lächeln immer noch alle ein bisschen drüber. Ich glaube, Christian. Ja, ich glaube, es fehlt auch einfach in großen Teilen der Gesellschaft, das klingt jetzt so ein bisschen überheblich, aber es fehlt in großen Teilen der Gesellschaft wirklich sowas wie eine Art Alphabetisierung mit Computerspielen. Weil es noch so jung ist vielleicht, das Ganze. Game Designer Eric Zimmerman in den USA nennt das Gaming Literacy.
dazu und sagte, das muss man im Prinzip auch lernen. Man muss verstehen lernen, was Spielregeln bedeuten und was Spiele bedeuten, diese ganzen Systeme. Weil wenn man es nicht kann, wenn man da nicht mit sozialisiert wurde und sich nie mit auseinandergesetzt hat, dann wirkt es halt wie Kauderwelsch. Dann sieht man es und denkt, dann sieht man halt wirklich nur diese audiovisuelle Ebene und sieht, ja, da werden Menschen erschossen, das kann nicht gut sein. Und übersieht aber komplett die Prozedurale, die Spielregelebene, weil man die nicht kennt. Aber das Problem wird sich ja dann nach deiner Logik irgendwann erledigt haben, wenn die Gamer, die damit groß geworden sind, irgendwann älter werden und alle, die nachkommen, weiter Spiele spielen, oder? Genau, deswegen bin ich Optimist. Ich glaube, irgendwann... Das ist eine Zeitfrage. Genau. Das Problem ist dann vielleicht, dass Leute sich an eine ganz bestimmte Art von Spielen gewöhnt haben und dann... Jetzt erleben wir ja auch schon, dass es viele Experimente gibt, gerade im Independent-Gaming-Bereich und was man so als Hardcore-Gamer bezeichnet, laut aufschreien und sagen, das sind keine Spiele, verschwindet wieder. Was denn für so Spiele zum Beispiel? Was meinst du? Ein Spiel, wo das in letzter Zeit entbrannt ist, ist Proteus von einem ganz kleinen Team. Ich glaube, aus Irland kommen die. Wo man nur über eine wunderschön gestaltete Insel wandert, die auch quasi zufällig generiert ist. Die sieht immer anders aus und man kann da nicht wirklich was machen. Alles macht schöne Geräusche, es ist ganz toll, wenn man sich auf einlässt. Kann man da lang spazieren. Ja, die setzt man sich halt. Dann sieht man einen Frosch und dann läuft man dem hinterher und er macht schöne Geräusche. Das ist toll, das ist wirklich toll. Aber wenn man sozialisiert wurde, Hardcore-Gamer ist und eigentlich gewohnt ist, alles sendet Handlungssignale an mich, überall gibt es Variablen, die ich steigern kann und Ziele, dann ist es komplett überfordert. Wen soll das denn ansprechen? Was denkst du? Also mich spricht es an. Und viele andere auch. Es ist erfolgreich, es wurde auch ausgezeichnet. Ich glaube im letzten Jahr hier in Berlin auf dem Amaze-Festival, was ja auch im Rahmen der Games-Tage immer stattfindet. Und das sind Spiele, die sind jetzt, das sind keine Riesenerfolge, aber für das, was sie sind, durchaus erfolgreich. Kann gerade es sein? Proteus ist auf Steam erschienen, es ist ein großer digitaler Distributor und wenn man da ein Spiel veröffentlicht, dann ist das schon, kann man schon von leben. Kann es sein, dass das vielleicht ein Knackpunkt ist, den Christian gerade anspricht, dass wir zu wenig Spiele haben, zu wenig neue, zu wenig ungewöhnliche Spiele, dass es so immer in die Richtung geht, ein Shooter oder ein Action oder ein Strategiespiel so oder so eins, wo viele Menschen zusammenspielen, also dass man wenig neue, ungewöhnliche Dinge hat, die es dann vielleicht auch mal in die Presse schaffen und für einen Bekanntheitsgrad sorgen oder für einen Imagewandel bei den Computerspielen. Jörg, was meinst du? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also wir schaffen uns ja unsere Genres gerade noch. Also das Medium ist ja immer noch relativ jung. Klar kann man jetzt viele Sachen benennen. Man kann sagen, das ist ein Echtzeitstrategiespiel und das ist ein Shooter und Leute wissen ungefähr, was sie da erwarten können. Aber es entwickelt sich ja trotzdem immer weiter. Also wenn man sich dann genau anguckt, viele Sachen sind ähnlich, aber irgendwie geht die Innovation dann doch weiter, manchmal eher im Detail, wie beim Film vielleicht auch. Also gerade bei den großen Produktionen wird halt das Risiko eher gescheut, dann nimmt man was funktioniert. Wie Christian sagt, es gibt sehr viele, gerade kleinere Sachen, die sehr innovativ sind, die ganz neu sind und die völlig verrückte Ideen, auf die keiner kam vor 30 Jahren, 20 Jahren, ausprobieren und völlig neue Dinge ausprobieren, völlig neue psychologische und Spielkonzepte ausprobieren. Und das ist super spannend. Also ich kann mich nicht mehr retten vor Spielen. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu wenig gibt. Kann es sein, dass das vor allem aus der Spieleszene selber kommt? Ich habe gelesen, dass viel über Kickstarter funktioniert, wo man sich quasi per Crowdfunding seine Finanzierung ja vorher reinholt. Also dass die großen Unternehmen gar nicht so viel Geld geben in die Spieleentwicklung, sondern dass das eher aus dem Kleinen heraus entsteht und deswegen vielleicht auch nicht so wahrgenommen wird. Na, vorher gab es schon diese Entwicklungen hin zu kleinen Teams oder Einzelentwicklern, die Spiele gemacht haben. Kickstarter ist wirklich nochmal ein Katalysator. Eine gute Plattform dafür. Genau. Ich denke, der eigentliche Durchbruch war halt digitale Distribution. Ja. Also in dem Moment, früher musste man halt... Oder über eine Online-Plattform jetzt auf einmal alles kaufen kannst. Genau, oder überhaupt übers Internet was vertreiben kannst. Also vorher musste man ja irgendwie das Ding auf CD pressen oder noch vorher auf Diskette und musste das irgendwie an den Kunden bringen. Das heißt, man brauchte Kontakte zum Laden, man brauchte Distributoren, die das in den Laden stellen. Das braucht man jetzt nicht mehr. So, man kann theoretisch ein Spiel machen, das alleine fertig machen und auf seiner Website anbieten. Das erreicht meistens noch nicht so viele Leute und man muss ein bisschen größere Hürden nehmen, um es digital wirklich vertrieben zu bekommen.
Aber das ist schon eine viel, viel niedrigere Einstiegsschwelle als noch, weiß ich nicht, vor 5 Jahren, 8 Jahren. Es spielen ja auch viele Menschen inzwischen in sozialen Netzwerken ja Spiele, wie Farmville ist ja da ganz groß geworden, allein durch Facebook. Ist das Netz da wichtig, was die Spieleentwicklung angeht? Brauchen wir das da? Nicht nur, um es zu verkaufen oder loszuwerden? Das eröffnet völlig neue Spielmechaniken, die es vorher so nicht geben konnte. Also in die soziale oder überhaupt, ob die soziale ist eine andere Frage, in die Kommunikation bei Facebook integrierte Spielmechaniken reinzunehmen. Das ging ja vorher gar nicht, weil es kein Facebook gab. Also ganz blöde Argumentation. Aber über das Internet und auch dank Multiplayer eigentlich, also mit Doom und Quake hat es ja angefangen, dass die Leute ihre Rechner halt mühselig in die Wohnzimmer der Eltern schleppen mussten, um spielen zu können. Das wurde jetzt zum Massenphänomen. Also dieses Privileg, ein Wohnzimmer zu haben, wo man sich treffen kann, hatte auch nicht jeder. Und das Internet hat es möglich gemacht, dass eben weltweit Leute miteinander, gegeneinander, wie auch immer, spielen können. Und es auch neue Spielmechaniken gibt, aber auch sowas wie E-Sport daraus entstanden ist, dass es eben weltweites Phänomen ist, dass ein Spiel, Counter-Strike zum Beispiel oder StarCraft, von Millionen, Milliarden von Leuten weltweit gespielt wurde, so wie Fußball halt heute. Und somit konnte halt eine kritische Masse ein Spiel spielen und sich somit gegeneinander messen. Und das ging ohne das Internet auch nicht. Ich würde gerne an dieser Stelle mal ein kleines Fazit ziehen hier im digitalen Salon. Es hört sich gerade so an, als hättet ihr alle gar nicht so wirklich ein Problem mit der aktuellen Situation rund um Computerspiele. Also meine große Frage war ja, werden die irgendwie kulturell verkannt oder auch nicht? Oder wird auf die immer noch so ein bisschen draufgebasht? Wird ja anscheinend auch nicht. Also es tut sich was im Kleinen und hier. Und eigentlich seid ihr alle so ganz optimistisch und so. Also den Computerspielen passiert nicht das, was den Romanen passiert ist, ja, dass sie erstmal ein bisschen verteufelt werden, bevor sie es dann zum Durchbruch schaffen. Denen geht's ganz gut? Ich bin eher langfristig optimistisch. Ich glaube, kurzfristig ist noch ganz viel Raum für ganz viele anstrengende Diskurse. Wenn gerade jetzt, wenn Computerspiele anfangen, auch sich zu lösen von ihrem ursprünglichen Erbe, so aus der Richtung, wo sie herkommen, das waren alles Physiker, Ingenieure, die das entwickelt haben, das merkt man. Das sind alles Spiele, da geht's dann irgendwie doch um Mathematik, um Steigerungen von Variablen und Physik. Und jetzt haben wir Leute, die sich an persönliche Themen ranwagen oder an wirklich schwierige. Und da war Gewalt, glaube ich, das Erste erst, also weil es das Offensichtlichste erstmal ist, das, was am besten auf die Spielmechaniken gepasst hat, die sowieso schon da waren. Zielen, Abdrücken, super für Gewalt. Mhm. Sind das dann die Spiele, die auch Einfluss auf unsere Kultur und Gesellschaft haben? Sind das die Spiele, die dann eben auch in aller Munde sind? Sind das diese neuen, die jetzt aufkommen? Die könnten das werden. Gerade sind es dann halt eher die, über die dann sehr, sehr heiß diskutiert wird. Also es gab jetzt vor ein paar Jahren zum Beispiel, es geht jetzt schon so ein bisschen in die Gewaltrichtung rein, aber es gab den Mauershooter. Ich habe den Namen gerade vergessen. Das ist eine Kilometerangabe. Da hat aus Karlsruhe ein Student einen Multiplayer-Ego-Shooter entwickelt, wo quasi eine Gruppe der Spieler übernimmt Flüchtlinge, die über die DDR-Grenze flüchten wollen und die andere die Grenzschützen. Und da sind natürlich sofort Opferverbände drauf angesprungen, also gerade mit der Killerspieldebatte noch im Hintergrund. Alle haben im Prinzip sofort die Assoziation gehabt, oh, da geht es jetzt darum, Flüchtlinge abzuknallen, aber das Spiel ist eigentlich ganz clever gelöst, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, diese Situation aufzulösen. Man kann auch als Mauerschütze einfach mitflüchten und sobald man abdrückt, ist das Spiel beendet für diese Person. Dann steht man im Gerichtssaal und muss sich quasi rechtfertigen. Das ist noch eine relativ platte Rhetorik, aber die Spiele fangen halt erst an, da eine Sprache zu entwickeln und zu schauen, wie man... Die Frage völlig falsch gestellt, wenn ich das mal so sage. Meine Frage, ob Computerspiele einen gesellschaftlichen Einfluss haben können? Nee, nicht heutzutage? Deine Frage. Die Frage ist sehr gut. Danke. Ich finde die Analogie mit den Romanen die falsche Frage. Es ist doch eher die Idee, und das hängt, ist für mich der Ursprung der ganzen, oder das viel Grundlegendere, es ist doch, eigentlich reden wir von der Zuse-Galaxie und geht es darum, ist Konrad Zuse der neue Gutenberg. Wir sind nämlich an der Umwälzung radikalster Art, was Kommunikation angeht, was Geldverdienen angeht, was wirtschaftliche Faktoren angeht, was Grenzen angeht, was Politik angeht, die alle dank der Digitalisierung des Internets so massive Veränderungen bis ins kleinste Detail jeder
zwischenmenschlichen Kommunikation auch auf privater Ebene nach sich ziehen. Dass wir deswegen dass wir eigentlich nicht über Goethe reden sollten, ja, sondern über Zuse. Mhm. Weil dadurch den geht Computer nämlich die ganze hier, so genau, dadurch geht nämlich die ganze Kritik am Computerspiel sehe ich halt auch nicht als Vergleich mit den Romanen, sondern es ist halt eher der Vergleich mit der gedruckten Bibel, mhm. was da gerade also los meinst, ist. Also du meinst, da kommt eine neue Technik auf, die erstmal skeptisch bestaunt wird, das meinst du jetzt, oder was? Dass man es nicht vergleichen kann mit einem Kulturprodukt, das kritisch gesehen wird. Genau. Also Bücher gab es ja damals schon, das war nur eine neue literarische Gattung, der Roman, und der fiel halt auf und wurde erstmal kritisiert. Und du meinst, beim Computerspiel muss man es anders sehen. Das ist nicht eine neue Gattung von irgendwas, sondern es ist ein völlig neues Produkt. Richtig, ja. Genau. Mhm. Genau, also das ist auch das übrigens, was ich vorher sagen wollte. Also das Problem ist, dass Computerspiele unglaublich vielfältig sind. Man kann es mit Print vergleichen, aber nicht irgendwie mit dem Roman, ja. Also es gibt halt Rätselhefte, Sporthefte. Natürlich gibt es auch den epischen Roman. Es gibt aber vielleicht auch die kleine Novelle. Und das ist halt ein, und diese Vielseitigkeit. Es gibt auch das Kreuzworträtsel. Und es gibt natürlich das Kreuzworträtsel, klar. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit ist einfach vielen Leuten nicht klar. Also auch als wir vorher in diesem Impulsreferat am Anfang, wo es um die Rolle des Autoren ging, da würde ich unterstellen, war im Hinterkopf immer so ein Bild von Computerspielen, wie es zum Beispiel Jörg macht, wo sehr viele Leute daran arbeiten, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenkommen müssen, um so ein Produkt zu machen. Das ist ja auch das Faszinierende an Computerspielen, dass da eben sehr viele Kunstformen ineinander greifen müssen. Nur heute es ist so, dass es eben durchaus auch in Computerspielen das Autorenprinzip gibt. Es gibt durchaus, du hast es ja schon angesprochen, Spiele, wo Menschen alleine ihre persönlichen Erfahrungen in Computerspielen umsetzen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei dem International Indie Game Festival hat ein Spiel gewonnen, wo man einen Einwanderer aus Russland spielt oder eine alleinerziehende, prekarisierte Mutter. Der dritte Charakter ist mir jetzt nicht bekannt, aber wo man sozusagen Einblick bekommt, wie das so ist, wenn man halt so ein Leben führen muss. Ja, und das kommt immer stärker. Also Computerspiele, wo User auch mitgestalten, wo es nicht einfach vorgegeben ist, wie vielleicht doch, bei einem... Doch, also ist was vorgegeben, aber du gestaltest trotzdem. Ja, der Programmierer hat das Spiel schon gemacht für mich und ich muss dann sozusagen diese alleinerziehende Mutter spielen. Und dann kann ich mich aber damit auseinandersetzen, wie das halt so ist. Also natürlich in diesem spielerischen Namen. Das Spiel macht auch keinen Spaß, das ist wichtig. Das ist auch irgendwie so eine Meinung, die man immer hat, dass Computerspiele Spaß machen müssen. Nein, Computerspiele müssen überhaupt keinen Spaß machen. Ja, es wie wenn ich sagen würde, etwas, das gefilmt wird, muss Spaß machen. Nein, eine Doku muss keinen Spaß machen. Ja, sie kann faszinieren. Aber sie muss nicht Spaß machen. Bei Computerspielen hat man immer so dieses, das muss Spaß machen. Aber es ist einfach nur eine andere Medienform. Mhm. So, und in diesem Spiel ist es so, dann sitzt man da vor der Tastatur und diese Frau möchte so einen Kaffeestand eröffnen und tut dann so mit der Tastatur die ganze Zeit diesen Kaffee irgendwie fertig machen. Dann hat man aber gleich den Gerichtstermin vergessen mit dem geschiedenen Mann, muss zwischendrin, also man hat keinen Spaß, sondern nur Stress in diesem Spiel und bringt natürlich, natürlich fühle ich mich jetzt nicht mich genauso wie eine prekarisierte Frau in den Vereinigten Staaten, die alleinerziehend ist, aber ich kann zumindest irgendwie so, hab ein bisschen Einblick bekommen in die Probleme, die so ein Mensch haben könnte. Und aber das, wer tut sich so ein Spiel freiwillig an? Außer dir? Naja, wer tut sich eine Doku über ein schlimmes Thema an? Außer dir vielleicht, ja? Also das meine ich sozusagen, das ist auch so ein bisschen das Verständnis irgendwie, wo man plötzlich bei Computerspielen irgendwie völlig andere Paradigma irgendwie anwendet, als bei jedem anderen Kulturgut auch. Und man sieht, und das findest du unfair? Also das finde ich, also unfair ist mir zu lamoyant, das finde ich halt einfach nur verkehrt. Mhm. So, ja. Genau, jetzt finde ich kein Ende für meinen Redebeitrag. Du wolltest gerade auf mich wieder abziehen, du wolltest irgendwas sagen. Nein, also genau, okay. Weil also sozusagen auch unbewusst macht man das. Ja. Also es geht eben dann gar nicht irgendwie jetzt um Killerspieldebatte oder hin oder her, sondern es geht tatsächlich, dass man plötzlich irgendwie der Meinung ist, bestimmte Sachen gehen in dem Medium oder mit dem anderen nicht, weil das muss dann Spaß machen und das ist sozusagen eine viel subtilere Art, wie also Computerspiele dann doch ein bisschen ausgegrenzt werden im Vergleich zu anderen Medien. Finde ich eine ganz logische Erklärung. Michael, was meinst du? Genau, das wollte ich nur unterstützen. Und ja, das Ding ist nämlich, eigentlich reden wir nicht über eine Verkennung des Computerspiels als Kulturgut, sondern wir reden über eine Angst vor dem Neuen, was da über uns drüber rollt. Wie jedes neue Medium getroffen hat in dieser Welt bis jetzt. Die Angst vor dem Neuen, ist ja so. Kommt auf die Mediendefinition an. Die Fotografie war davon betroffen. Ganz, ganz schlimm. Da werden sich die Leute nichts mehr merken, hat Platon gesagt. Ja. Oder ich glaube, es war Platon. Kann man nachschauen. Wir haben ja Gott sei Dank die Schrift. Das war ja. Und genau. Und deswegen müssen wir eigentlich nicht über den Roman im digitalen Zeitalter reden, sondern über die Sachen, die da neue kommen. Mhm. Was kommt denn Neues noch?
Jörg, du bist doch mittendrin in dem neuen. Woran arbeitet ihr denn gerade? Erzähl doch einfach mal. Ich habe es ja vorhin auch schon probiert. Nee, kann ich aus sich raus leider noch nicht erzählen, aber ich wollte Christian auch zustimmen. Das ist da wunderbar in Worte gefasst. Das liegt aber zum Teil auch an uns, also uns den Entwicklern selber, weil das einfach so eine Meinung war, die sehr lange verbreitet war. So ein Computerspiel muss Spaß machen. Es wurde alles darauf abgeklappt, was macht das hier Spaß? Wenn es keinen Spaß macht, ist doof. Jede Idee, die man also irgendwie einem Investor angeboten hat, wenn man da gesagt hat, naja, ich will irgendwie eigentlich eine Tragödie erzählen und das wird schon hart zum Teil und sicher auch traurig und eher nicht so spaßig. Dann hat er gesagt, also nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wo ist denn da der Spaß? Also selbst bei Spec Ops war es so, also was ja eine Tragödie ist in einer gewissen Art, dass zum Teil wir Diskussionen hatten mit PR-Leuten und so aus Amerika, wo die gesagt haben, das ist ja alles so furchtbar. Wie sollen wir denn euer Spiel bewerben? Das ist ja alles, das geht doch gar nicht. Also das liegt sicher auch am Alter des Mediums, das entwickelt sich da. Also ich nehme mal den Film als Beispiel. Am Anfang diese kurzen Stummfilme, da hat meistens auch einer eine Torte ins Gesicht bekommen. Das ist toll. Und das war's. Und das entwickelt sich eben gerade. Das Publikum wird anspruchsvoller. Die User werden. Das Publikum wird anspruchsvoller und die Entwickler lernen dazu, weil es ist nämlich auch gar nicht so einfach. Was ist nicht einfach, das technisch umzusetzen oder eine gute Story zu entwickeln? Das überhaupt umzusetzen in dem Medium, weil es eben ein ganz anderes Medium ist. Weil im Film oder Buch das ist eben passiv und ich schaue mir Charaktere an, ich schaue denen zu und habe Zeit, weil mir kann ja nichts passieren, ne? Das ist ja da irgendwo in dem Buch oder auf dem Bildschirm und ich muss nichts weiter tun, außer mit denen mitzufühlen. Also ich kann empathisch sein. Im Spiel hat man eigentlich immer das Problem, in Anführungszeichen, dass ich was tun soll. Und in dem Moment, wo ich was tun soll, dann als Spieler fühle ich nicht mehr mit den Figuren auf dem Bildschirm mit, weil da habe ich keine Zeit für. Ich muss irgendein Problem lösen gerade. Mhm. Also schieße ich auf den oder nicht? Laufe ich nach vorne, nach hinten, nach links, rechts? Was mache ich jetzt? Und das hemmt so diese Empathie, die man halt im Film hat, wenn man einer guten Figur zusieht. Mhm. Und das ist was, da haben wir als Entwickler noch gar nicht so viel Erfahrung, das fangen wir gerade erst an. Das ist super spannend, aber da hat man eben auch noch nicht so die etablierten Modelle für. So. Kann es denn nicht eigentlich der Computerspielbranche auch generell überhaupt total am Dingens vorbeigehen, ob sie nun belächelt wird oder kulturell nicht anerkannt wird oder nicht, weil sie entwickelt sich trotzdem? Die User sind da, die Computerspielliebhaber sind da, es werden immer wieder neue dazukommen. Die Entwickler arbeiten innovativ und ganz auf eigene Faust weiter an neuen Spielen. Und irgendwann wird die Szene so groß sein, dass sie eben einfach da ist und nicht mehr wegzudenken ist. Supercell verdient 4 Millionen Euro bitte? Am Tag. Nochmal. Supercell. Was ist Supercell? Ist ein Unternehmen. Wie bitte? Kenne ich jetzt auch nicht. Ach so. Supercell ist ein Unternehmen aus Finnland, die Mobile Games machen. Free-to-play und Gedöns. Das heißt, man muss nichts zahlen, um erstmal anzufangen. Man gibt im Spiel Geld aus. Die verdienen, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, 4 Millionen pro Tag Euro mit ihren einzelnen Mobile-Spielen. Und es sind so 20 Leute, die das entwickeln. Also aus ökonomischer Sicht, ja. Das kann denen völlig egal sein, weil das geht ja auch nicht darum, ob irgendwelche Kritiker das Fernsehen gut finden. Das Fernsehen hat sich trotzdem durchgesetzt. Darf ich sagen, dass Schrott ist? Nee, Entschuldigung. Viele dieser Inhalte sind total fragwürdig. Mhm. Danke. Christian, du guckst so irritiert. Nein, weil vielleicht hat sich das ja auch deswegen so schlecht entwickelt, weil sich eben damals die Intellektuellen und die Leute irgendwie rausgezogen haben und ihre Meinung nicht mehr dazu gesetzt haben. Also wenn du sagst, es hat sich trotzdem entwickelt, ist aber scheiße. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, wieso es scheiße ist. Es gibt ja im Fernsehen auch noch die Juwelen, die du eingangs erwähnt hattest. Und, ich war nicht der, der gesagt Fernsehen scheiße. Ich will ja nur sagen, ich will es nicht allgemein verteufeln, aber viele Inhalte sind nicht gut. Mhm. Im Fernsehen meinst du? Im Fernsehen. Aber, okay. Genauso wie im Computerspiel, genauso wie im Kino, genauso wie im Buchladen. Also das ist aber ja du meinst trotzdem, dass man sich... Wie war das? 90% of everything is shit? Das ist so ein... Ja. Ja, aber seid ihr der Meinung, man muss sich darum kümmern, dass sich was Gutes entwickelt in der Computerspielbranche oder kann man es laufen lassen? Christian Schiffer sagt sicher. Also ich finde schon.
Aber das Warum? Passiert doch auch einfach, weil die Kunden halt auch anspruchsvoller werden mit der weiteren Verbreitung. Ja, und also das... Und auch die Indie-Szene, wie die heute floriert, das ist doch einfach das Beispiel dafür, dass das aktuell passiert. Ja, also das mag sein, dem kann ich wahrscheinlich auch gar nicht widersprechen. Aber tatsächlich finde ich dennoch, dass es halt wichtig ist, über Computerspiele nachzudenken, auch kritisch nachzudenken. Ich finde, es gibt oft auch bei den Gamern so eine Schützengraben-Mentalität, dass man sozusagen alles irgendwie verteidigen muss, wenn es um Computerspiele geht. Also ich finde, man braucht hier schon irgendwie einen kritischen, offenen Diskurs und man soll halt klug über Spiele reden. Vielen wird es total Bratwurst sein. Von mir aus auch 95%, aber damit, glaube ich, ist es dann, also das ist zumindest schon ein Teil damit das halt Computerspiele auf ein höheres Level kommen, dass die Leute sich damit eher beschäftigen und vielleicht dann mit anderen Leuten auch. Also ich höre das total oft, dass es uns total Latte sein kann, ob das jetzt irgendwie als Kulturgut anerkannt ist oder nicht. Ich sehe das nicht ganz so. Findest du zu einfach? Das finde ich tatsächlich zu einfach. Also um so Details wie jetzt Förderung, was wahrscheinlich eher dich betrifft, Jörg. Eine Förderung gibt es nur, wenn es nicht Latte ist. Ja, genau. Also damit setze ich mich jetzt auch noch nicht mal auseinander. Also mir geht's jetzt tatsächlich, also weil das wäre tatsächlich auch noch mal eine, glaube ich, schon auch entscheidende Frage, wenn es um so Frage geht, Kulturgut oder nicht und so. Aber damit käme ich jetzt überhaupt nicht aus. Also, aber was den Diskurs anbelangt, da sage ich ja und da sage ich auch, dann ist es mir total Latte, wie viele Leute das Feuilleton lesen. Ich will trotzdem, dass darüber über Computerspiele berichtet wird. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich das vielleicht auf eine andere Art noch weiterentwickeln wird, weil es irgendwie nach meinem Gefühl zumindest immer mehr so Universitäten oder Masters of Arts gibt, wo man auf einmal Game Design, Game Development und so weiter studieren kann. Das wird so ein richtiger Ausbildungszweig, also auch so eine richtige Berufsoption für Menschen, womit ja auch immer mehr Spiele entstehen werden und das Ganze doch auch immer mehr diskutiert wird, gerade in der Ausbildung, oder Jörg? Ja, finde ich auch super. Findest du cool, ja. Aber es ist so, ja? Oder ist das nur mein Gefühl? Nee, das ist definitiv so. Das ist definitiv so. Es gibt immer mehr Hochschulen, die es anbieten. Es gibt eine große private Schule in Berlin, wo ich auch mal war. Die Games Academy, die mittlerweile auch, glaube ich, eine Hochschule ist, seit neuestem. Aber es gibt, ja genau, es gibt Zweige an den Unis. Ich war neulich auf einer Konferenz in Finnland und habe da eine Professorin getroffen, die meine Heimatstadt Heilbronn kannte. Und die kannte die, weil die da war, weil sie an der Fachhochschule einen Game Engineering Kurs aufbauen und sich Beratung aus Finnland geholt haben. Das war spannend. Aber es ist, also Finnland, ist ein interessantes Beispiel. Also Finnland, das war eine riesen Fachhochschule, Uni, ich weiß nicht, ob die diese Unterscheidung da haben, die nichts anderes macht in Kajaani. Also da waren, ich glaube, 600 Studenten oder so. Da sind wir noch nicht ganz. Aber Michael, so. Du arbeitest ja zum Beispiel auch für Unternehmen, habe ich zumindest gelesen, die sich dafür interessieren, in die Games-Branche irgendwie einzusteigen, mit denen zusammenzuarbeiten. Was sind das für Unternehmen? Was wollen die? Warum finden die diese Branche interessant? Und beziehungsweise ist das mehr geworden auch mit dem Interesse so? Ja, na gut, die Unternehmen, die finde ich in dem Kontext jetzt eher weniger spannend, weil denen geht es einfach nur darum, die sehen halt dieses Supercell-Beispiel. Kann man Geld mitmachen, will ich auch. Das ist auch nicht so spektakulär von der Beratungstätigkeit. Da geht es eher darum zu sagen, hier arbeite mit dem, das wird dann schon gut. Viel spannender ist die Beratung in Richtung Institutionen, die öffentliche Anerkennung halt zu unterstützen. Also dass die nicht nur diesen wirtschaftlichen Faktor dahinter sehen, sondern auch sagen, okay, wir müssen die Ausbildung fördern, wenn wir überhaupt unsere Zukunft sichern wollen. Das meine ich ja die ganze Zeit mit dieser Zuse-Galaxie. Wenn wir unsere Kiddies nicht dafür vorbereiten, dass es nächste in 10 Jahren keine Bücher mehr, also nicht Bücher mehr gibt, sondern Buchstaben viel weniger wichtig sind, als sie es heute sind, sondern die Kommunikation über Bilder, über interaktive Karikaturen funktioniert, über Hörbücher, die sich verbreiten, über was weiß ich, Learning-Videos und so weiter. Und wenn keiner die nicht nur lesen kann, sondern auch produzieren kann in Deutschland, dann haben wir halt ein großes Problem. Und das ist eine viel spannendere Beratungsarbeit und da geht es auch darum, schöne Beispiele zu bringen und Vorträge zu halten und zu sagen, okay, das hat alles mit hier Brownbox und Co. angefangen und sind so Tüftlertypen und kreative Leute und innovative Leute, die eine Idee verfolgen und ihre Meinung darüber auch kundtun möchten und es sehr kreative Arbeit ist vor allem und das ist ganz
Glaubt ihr denn, dass wir irgendwann mal eine Zeit erleben in naher Zukunft, wo Menschen zum Beispiel einen Game Designer oder Entwickler, einen Spieleentwickler kennen, obwohl sie keine Computerspiele spielen, aber sie kennen ihn trotzdem, so wie man vielleicht Angelina Jolie kennt, obwohl man nie ins Kino geht und nie einen Film mit der gesehen hat? Wird sowas mal passieren, auch den Computerspielen und den Machern dahinter? Jörg, du träumst davon, nehme ich an. Auf jeden Fall. Ja, ja, es ist eigentlich schon soweit. Ich will nach dem Auto kommen. Jörg Friedrich, ich erwähne den Namen nochmal. Finde ich total schwierig, weil was mir am Anfang gut gefallen hat an der Einführung, war die Beschreibung mit dem Buch und dass da so viele mitwirken. Mhm. Und das ist beim Computerspiel noch viel mehr so. Also deswegen finde ich, es gibt zwar mittlerweile in der Branche ein paar Leute, deren Namen einigermaßen bekannt ist. Und aber nur in der auch Branche und nicht unbedingt darüber hinaus. Eher in der Branche und unter Spielern. Mhm. Und deren Namen dann vielleicht auch auf der Packung steht. Also Sid Meier's Civilization wäre so ein Beispiel. Aber also zumindest so ein Spiel, wie wir heute machen, da arbeiten halt 100 Leute mit. Und die sind alle wichtig. So, und da ist es total schwer, ich finde es total schwierig, da einen rauszustellen, weil es ist wirklich eine Teamarbeit. Das sagt man nicht nur so. Also es ist, gibt nicht den Regisseur, der da vorne steht, so genau muss das laufen, du steh mal darüber, sondern das sind lauter Kreative und die leisten alle einen kreativen Beitrag. Also da werden vielleicht eher bestimmte Entwicklerteams irgendwann bekannt sein. Ja. Werden sie denn irgendwann so bekannt sein? So. Studioprinzip. Bei Computerspielen gibt es Studioprinzip wie in der Anfangszeit des Films. Wenn ich weiß, das Spiel ist irgendwie von, Rockstar. Ja, Rockstar von mir aus. Oder wie heißen die Rollenspielmenschen? Da ist BioWare. Von BioWare, dann kaufe ich das halt blind. Als Computerspieler. Kaufe ich das blind. Mhm. Ja. Aber wird es irgendwann mal so sein, dass man so ein Studio kennt, obwohl man keine Computerspiele spielt? Das meinte ich ja eher so. Also ob irgendwann die Computerspiele so in der Gesellschaft angekommen sind. Da war ich jetzt langsam. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Also, oder sag du. Nintendo hat es ja schon ein bisschen geschafft. Genau. Also ich weiß, meine Mutter, die kennt Nintendo und alles, was dann irgendwie Computerspiel ist, dieses Nintendo-Ding so. Also ein bisschen ist es schon angekommen. Und sowas kann natürlich noch mehr werden, auch spezifischer und konkreter, dass es halt nicht so dieses Tempo-Prinzip ist. Man hat da so was und nennt es halt nach dem prominentesten Vertreter, den man kennt. Kommen wir zum Schluss in unserer kleinen digitalen Salonrunde. Ihr dürft euch jetzt jeder ein Spiel wünschen, was in Zukunft unbedingt noch entstehen muss. Ganz kurze Inhaltsangabe, was wird da passieren? Jörg, jetzt kannst du endlich deine Heimsplante hier mal auf den Tisch legen. Was wäre ein Spiel, was unbedingt realisiert werden muss, inhaltlich? Es ist nicht super originell, aber ich fände tatsächlich ein Spiel, das in Berlin der 20er Jahre spielt. Vielleicht so ein bisschen wie GTA, so ein bisschen, wie Grand Theft Auto, was er vorher, was Christian vorhin beschrieben hat. Da fände ich einfach das Setting spannend und das Szenario, und um diese Zeit mal darzustellen. Ich finde find das super spannend. Schwebt euch auch was vor? Ja. Oder seid ihr mit dem zufrieden, was wir haben? Ja, also ich bin großer Fußballfan und mir ist es ein völliges Rätsel, wieso es keine historischen Fußballsimulationen gibt. Also es gibt ja so historische Kriegssimulationen irgendwie, aber es gibt keine historische Fußballsimulation. Und ich hätte wirklich so gerne irgendwie so eine FIFA-Ausgabe, vielleicht ist ja von FIFA jemand da und tut diesen großartigen Vorschlag jetzt endlich mal aufgreifen und wird damit reich. Also ein FIFA 1986. Das so fände ich super. Wo man aber auch wirklich alles genauso verpixelt sieht wie damals auf dem Fernseher und auch taktisch noch mit Libero gespielt wird und so. Also es muss schon so eine akkurate Umsetzung sein, aber das fände ich total großartig. Michael, schwebt dir sowas Ähnliches vor? Das werde ich auch spielen. Ja, sag doch. Das Berlin-Spiel auch, aber ich dachte eben an einen SMS-Bomber. Also ein SMS-Bomber. Ganz witzig, ja, wenn man irgendwie so sich auf Google Maps beispielsweise sich so eine Region aussuchen könnte, schickt eine SMS und plötzlich klingeln alle Telefone gleichzeitig. Das fände ich witzig. Findest du witzig? Gut. Lassen wir einfach so stehen. Christian Hubert, zum Abschluss noch ein Spielewunsch. Ich denke seit geraumer Zeit über Anti-Civilization nach. Irgendwie in der Vergangenheit mit ein paar Texten auch beschäftigt mit Civilization und mit so Simulation. Gerade Civilization hat so ein... Wo du Kulturen zerstörst und nicht aufbaust? Ja, das nicht. Civilization hat so einen sehr präsentistischen Zivilisations-Hurra-Modus. So. Fortschritt ist immer toll, so Atombombe entwickelt, yeah. Und ich
wünsche mir ein Spiel, wo es darum geht, dass man eigentlich in diesem Siedler-, Jäger- und Sammlerstatus bleiben kann und im Prinzip die ganze Zeit vor der Zivilisation flüchtet, die sich aber immer mehr ausbreitet und das wird immer schwieriger, man muss mal Kompromisse eingehen, dann sind plötzlich sind irgendwelche Leute da, die einen bekehren wollen, da muss man überlegen, nehmen wir den Glauben an, also es wäre in der Vergangenheit, ich hatte öfter mal Ideen und die tauchten dann plötzlich irgendwo auf, also ihr habt es diesmal hier als erstes gehört. Wir analysieren das jetzt auch nicht tiefenpsychologisch, okay, warum du dir das wünschst. Ich sage Dankeschön in dieser Runde, Christian Huberts, Christian Schiffer, Michael Liebe und Jörg Friedrich. Schön, dass ihr da wart heute bei uns im Digitalen Salon, schön, dass unser Publikum da war. Im nächsten Digitalen Salon Ende August sprechen wir über Roboterethik, eine ganz andere Nummer, aber auch spannend. Ich freue mich, dass ihr alle da wart, schön, dass ihr zugehört habt und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.